Mächtige Kreidefelsen, malerische Landschaften, historische Küstenstädte. Unsere erste richtige Reise mit unserem T6 führte uns in die Normandie. Und das kann ich vorwegnehmen, es lief natürlich nicht alles nach Plan. Mit welcher großen Herausforderung wir gleich zu Beginn unserer Reise konfrontiert waren, seht ihr im ersten Teil über Kreidefelsen und Krankheiten. Viel Spaß! Okay, ich gehe jetzt einfach darüber und erzähle irgendwas und das wird dann das Intro. Okay, egal, los geht's. Das hier ist für mich etwas Neues. Es ist eine kurze Erzählung von Krankheit und Pannen, aber auch von unvergesslichen Erlebnissen und beeindruckenden Bildern. 800 Kilometer Richtung Westen, durch Holland und Belgien, nach Lille, wo wir die erste Nacht bei einem gemütlichen Sommergewitter auf einem Berg schliefen. Doch als wir am nächsten Morgen aufwachten, war es nicht nur der Regen, der unseren Urlaubsbeginn störte. Es waren auch Halsschmerzen und Schüttelfrost. Aber dazu später mehr. Die Stadt Lille ist etwa so groß wie Braunschweig und Freiburg und lag für uns einfach auf dem Weg. Trotz Regen und Krankheit das erste Baguette und den ersten Kaffee und die Straßen waren voller Franzosen, die malten. Ja, also mit Stift und Papier. Richtig viel hatte die Stadt nicht zu bieten und wir sind schon mittags auf einen nahegelegenen Campingplatz gefahren, wo ich ungelogen bis zum nächsten Tag erstmal durchgepennt habe. Und wenn man krank ist, hilft nichts besser als eine große Mütze Schlaf. Halbwegs wieder fit, ein gemütliches Frühstück und ab nach Dünkirchen, wo wir das erste von vielen Kriegsmuseen besucht haben. Die Stadt selbst verfügt über einen schönen Aussichtsturm, war ansonsten aber eher trist und grau. Als wir dann Dünkirchen verließen, ich übrigens noch mit Fieber, kam die Sonne heraus und wir haben bei der Stadt Condet gecampt, wo wir in der Abendsonne gekocht und zu einem schönen Schloss gewandert sind. Kurzer Hinweis an der Stelle, der Arzt hatte mir vor unserer Abreise, da hatte ich übrigens schon leichte Halsschmerzen, eine Mandelentzündung diagnostiziert. Am nächsten Morgen waren die Feiertage dann aber zu Ende und wir konnten uns endlich die Gewissheit holen, die wir schon so ein bisschen befürchtet haben. Corona-positiv. Beide. Ich ein bisschen mehr und schon auf dem Weg der Besserung, meine Freundin gerade erst am Anfang und dann in den nächsten Tagen mit größeren Problemen. Mit dieser Erkenntnis im Gepäck machten wir uns dann auf den Weg zu den berühmten Steilküsten und Kreidefelsen. In Les Tréports fährt man mit einer Seilbahn auf die Klippen hinauf, um anschließend eine gefühlt unendliche Steintreppe hinunter zum Hafen zu gehen. In Etretat mussten wir, mit Fieber wohlgemerkt, die Klippen hinaufwandern und wurden mit einem unfassbaren Ausblick belohnt. Dazu noch diese wunderschönen Gärten, für die man übrigens ein Ticket benötigt. Musik
Auch in Fekhor und in der Umgebung haben wir tolle Steilküsten bei inzwischen tollem Wetter gesehen. Und auch hier mussten wir mehrere Kilometer weit wandern. Kaum auszudenken, wie schön es ohne Corona gewesen wäre. Einerseits war es natürlich unser großes Glück, dass wir sowieso nur mit Sehenswürdigkeiten im Freien geplant haben und so niemanden anstecken konnten. Andererseits war die ganze Bewegung mit Fieber bestimmt nicht so gesund für uns. Danke, wirklich danke fürs Ansehen und lasst mir gerne unbedingt eure Meinung da. Ihr wisst, ich probiere gerade neue Sachen aus und versuche stetig mich zu verbessern und gerade deshalb ist euer Feedback sehr wichtig. Ich verabschiede mich aus diesem Video mit diesen wunderschönen Aufnahmen von den Kreidefelsen zwischen Fekhor und Itretar. Wenn es euch gefallen hat, schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Im nächsten und damit zweiten Video, das ich auf jeden Fall ganz unabhängig von diesem Video auf jeden Fall produzieren werde, besuchen wir viele kleine Küstenstädte und fahren an der Küste entlang runter bis Les Monts Saint-Michel, dem weltbekannten Kloster. Ich hoffe, ihr schaut euch auch den zweiten Teil an und damit wirklich jetzt bis zum nächsten Mal.